Ja, es kommt an mit 45 Tonnen Brot und 6 Seilen. Wie sieht es mit seinen Seilen aus? 47 Seile, gut. Ich habe maximales Eisen. Was ist eine Eisenfabrik? Nur maximal. Daher wäre es noch nicht so schlau, mir eine Waffenfabrik anzuschaffen. Die Santa Maria, die Santa, ne, das Santa Claus. Dies ist doch. Dieser Kreuz, dieser Max. Ist klar, meine Freunde. Mal, wenn damit 4 hoch ausreicht, ne? So, kann ich hier da Häuser bauen? Keine Markthäuser, Häuser. Passt nicht ganz. Gibt es hier irgendwelche Stadtverschönerungen? So, wir haben ja sonst kein Geld, das wir ausgeben könnten. Sieht doch schön aus. Zumal ich hätte die Straße hier hätte wegkloppen können, um noch mehr Häuser zu machen, aber ach, Ästhetik muss auch mal sein. Und wir haben schon wieder ein zusätzliches. 6 Bürgerrechte kriegen wir durch Dividende. Ne? Na komm. Oh, ein Handelsprivileg. Das geht hier rasant. Schon haben wir 37 Häuser. 925 Patrizier. Ach, das kann aber noch dauern. Wie sieht's aus mit Lederwämser? Oh, ja, das gefällt mir. Ich brauche bis jetzt nur einen Lederwämser für die Versorgung. Das gefällt mir außerordentlich. Und zum Schluss mit dem, was ich haben möchte, ist bam, 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 bam. Ja, weil 6-mal so schnell sein. Stabiler laufen. Auf mehreren Systemen laufen. Ja, es hört sich alles so schön an, wenn es dann wahr wäre. Die Wahrheit ist, nichts ist es. Sobald man mehr als 2 Buchstaben gleichzeitig bei Google eingibt, hängt er sich auf und man muss warten. Oder er hängt sich komplett auf, ja. Und dann nochmal zu Anno. Also, für Anno gab es ja vor kurzem den Patch auf 1.3. Und der hat wirklich auch nur schlimmer gemacht, anstatt besser zu machen. Also, ich hatte keine nie Probleme mit Anno, nie Probleme mit irgendwelchen Bildschirmverhältnissen oder so, aber jetzt nach dem Update auf einmal schon. Ja, was ist passiert? Ich kann euch sagen, das ganze Bild war so verrückt, dass ihr diese Leiste hier gar nicht mehr sehen würdet. Ja. Und das ist scheiße. Da muss ich jedes Mal die Grafikeinstellungen zurück auf eine niedrigere Auflösung machen und dann wieder auf eine andere Auflösung und dann funktioniert es wieder. Es war jetzt nicht weltbewegend schlimm, aber es nervt. Und dann würde ich euch fragen, wie sind eigentlich eure Meinung zu Updates? Sagt ihr mal, Updates gut, ja, oder Updates, ne? Ja, wenn sie es mal richtig machen würden. Also, wie findet ihr, denkt ihr, dass immer jedes Update sinnvoll ist, sodass es auch mal Updates gibt, die komplett in die Hose gegangen sind? Das wäre mal sehr spannend, da eure Meinung zu erfahren. Ja. 825 Patrizier. Aufgestiegen wird bei 1190 Patrizier. Da braucht man noch Bücher. Jetzt lasst mich in meinem schlauen Büchlein gucken. Währenddessen wird mein Flaggschiff schon mal die Ressourcen. Irgendwo hier muss ich das hin. Doch irgendwie da ist eine Saline. Gut, das ist. Das ist gut. Erstmal die Versorgung für für 2 Markthäuser. 4 und 6.
Nein. Nein. Die Anokenter unter euch, die Anokenter, also die mit Anomerkentern unter euch, die wissen schon, was ich vorhabe, wenn ich schon sage, eine Saline ist gut. Ja. Die haben dann schon den gewissen Plan, was ich für einen Plan habe. Aber ich habe ja nie einen Plan. Ich bin ja völlig planlos. Aber ist ja auch egal. Denn worauf ich hinaus wollte, habe ich jetzt nicht. Nochmal zu den Updates zurückzukehren. Also findet ihr, dass Updates gut sind? Also prinzipiell sind sie ja gut, aber findet ihr, dass Updates dann gerechtfertigt sind, wenn sie gerechtfertigt sind, wenn sie dann noch alles schlimmer machen? Und wie, was sind eure Updates-Erfahrungen? Habt ihr mal Updates gehabt, die alles besser gemacht haben oder Updates, wo ihr sagt, oh Mann, ey. Geht ja gar nicht. Ja. Das wäre meine Frage. Wäre nett, wenn ihr sie beantworten würdet. So. Ja, in dieser Folge habe ich mir vorgenommen, 1190 Patrizier zu erreichen und meine Glasversorgung aufzubauen. Wobei das knapp wird mit 24 Minuten, weil ich labere immer so viel. Und wenn ich labere, kann ich nebenbei nicht spielen. Ich bin halt nicht multitasking-fähig. Das kann ich nicht. Bauen wir erstmal die Siedlung weiter aus. So. War eine gute Entscheidung, uns in eurer Stadt niederzulassen. Ja. Meine Stadt nennt man auch die Stadt der guten Entscheidungen. Na, kommst du wieder? Mit Waren aus dem Orient. Köstlichen Waren aus dem köstlichsten Orient. Ich musste die Steuern kurzfristig anheben, um mir dieses Schiff leisten zu können. Dieses Schiff brauchst du dir gar nicht leisten. Du hast es doch schon von Anfang an gehabt. Erzähl noch immer einen Quatsch hier. Gut. Hier habe ich Indigo. Dann würde ich hier eine Versorgung machen, dass ich dann hier endlich mich mal voll teppigen kann. Aber bevor wir das machen, fällt mir gerade auf, dass ich diese Insel mal in Beschlag nehmen sollte. Ich habe schon wieder vergessen, Kontor ist 3-2. 1, 2, 3. 1, 2. Gut. Das ist eine Scheißinsel für Rosenproduktion. Gut, und in dieser Insel wird wahrscheinlich auch das Buch hergestellt. Dann werde ich mir Indigo als Saatgut kaufen. Freunde sind hier immer willkommen. Das finde ich gut. Ah. Saatgut Indigo für 100 Ruhm. Leider ist zurzeit nicht so viel Ruhm in unserem Besitz. Währenddessen studiere ich schon mal ihre Flotte. Diese Schiffes arbeiten hart für unser aller Wohl. Ja, das tun sie. Großes Handelsschiff. Ein großes Handelsschiff. Flaggschiff und ein kleines Handelsschiff. Wie sieht es mit ihrer Kriegsschiffarmee aus? Kleines Kriegsschiff ist hier. Ein kleines Kriegsschiff ist hier. Gut, dann weiß ich schon mal, wo ihre Kriegsschiffe sind. Meine Flotte übermittelt dem ehrenwerten Sultan regelmäßig meine Berichte. Oh Mann, bis der angekommen ist, ist die Folge vorbei. Aber sowas von. So, das ist die Bierproduktion in der mittleren Stadt. So, ich bin gleich wieder für euch da. Also ich werde mich jetzt nicht abmelden, aber geistig bin ich mal kurz nicht bei der Sache. Gut, das hat die große... Ein wenig unter die Arme greifen? Ja, nee, du. Tja,
Schade. Ja, schade. Das Einzige, was du dazu zu sagen hast, mir die Tasche aus dem Geld zu ziehen, So. Ah, es ist schon ziemlich spät, also nicht spät, es ist kurz vor 10:30, also ich habe scheiße geschlafen, also kann es vielleicht sein, dass ich mal gehen werde, aber das sei mir verziehen. 5x4 und das Ding ist nur 1, 2, 3, 4, cool. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ich bin der King. Na egal. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Na? Vielleicht verkaufe ich dir ein solches Schiff. Oh, das wäre so toll. Gut, hier hat sie Herlager. Herlager hat sie nur auf ihrer Insel. Zwar groß und ein klein. Gut. Bergfried, der wird auch noch... Das wird noch spannend, den zu bezwingen. Allgemein wird der ganze Krieg spannend werden. Gut. Dass der diese Insel schon mal gebucht. Ich brauche irgendeine, die nicht gerade. Bohrhanf ist. Nein, die brauche ich später noch für was anderes. Gut, dann werde ich hier Hanf wahrscheinlich extra noch hinzupflanzen lassen und hier wird dann meine Eisenproduktion. Hier wird dann die Produktion von Kriegsmaschinen und Waffen da stattfinden. Das ist dann schon mal eine gute Sache. Gut, ich kann wieder ein kleines Kriegsschiff. Ein kleines Handelsschiff. Aber erstmal will ich, dass du dieses Eiland hier in Beschlag nimmst. Juti, Tutti Frutti, Juti, ja, der war auch drüben. Kann es sein, dass ich noch irgendwas sagen wollte, es aber vergessen habe? Gut, ist schon mal hier, dann wird hier noch eine Markthäuserreihe hingepflanzt. So. Ja, es kommt an mit 45 Tonnen Brot und 6 Seilen. Wie sieht es mit seinen Seilen aus? 47 Seile, gut. Ich habe maximales Eisen. Was ist eine Eisenfabrik? Nur maximal. Daher wäre es noch nicht so schlau, mir eine Waffenfabrik anzuschaffen. Oh. Die Santa Maria, die Santa, ne, das Santa Claus. Dies ist Kreuz, Max. Hm. Ist klar, meine Freunde. Mal wenn er mit 4 hoch ausreicht, ne? So, kann ich hier Häuser bauen. Keine Markthäuser, Häuser. Passt nicht ganz. Gibt es hier irgendwelche Stadtverschönerungen? So, wir haben ja sonst kein Geld, das wir ausgeben könnten. Sieht doch schön aus. Zumal ich hätte die Straße hier hätte wegkloppen können, um noch mehr Häuser zu machen, aber... Ach, Ästhetik muss auch mal sein. Und wir haben schon wieder ein zusätzliches... 6 Bürgerrechte kriegen wir durch die Evidenzen. Na komm. Oh, ein Handelsprivileg. Das geht ja rasant.
Schon haben wir 37 Häuser. 925 Patrizier. Ach, das kann aber noch dauern. Gut, wie sieht's aus mit Lederwämser? Ja, das gefällt mir. Ich brauche bis jetzt nur einen Lederwämser für die Versorgung. Das gefällt mir außerordentlich. Und zum Schluss mit dem, was ich haben möchte. Ist bam 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 bam. Ja, wo ist denn das? Hier glaubt man's? Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Ich bin zu doof. Jut, jut. Machen wir jetzt mal was anderes. Und zwar mixen wir uns hier mal gut eine Schweinezucht. 2:1 und das lässt sich schnell nachgucken. Sie ist doch ein. Mit dem Volk, nicht gegen das. Ich bin gleich gegen dich, Alte. Hallo. Was gibt es Neues? Ganz meine Meinung. Oh, dass du mich besuchst. Jetzt aber mal ganz ehrlich. Du bist ein Vollidiot. Dieses Schiff hat noch jede Warenlieferung wohlbehalten an ihr Ziel gebracht. Gut. Okay. Eine Saline versorgt 2 Gerbereien. Gut. Das heißt, ich baue erstmal die Salinenversorgung auf. Damit fange ich an. Dafür brauche ich erst Kohle. 3, 2, 2. 3, 2, 2. Wieso ist der so wenig? Ach ja, ich habe ja Siedlungsverschönerung vorgenommen. So, damit hätte ich eine Köhlerhütte. Dann brauche ich eine Saline. 11, 4 und 5. Elf, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 5. Supi und zum Schluss nur noch eine Saline. 3, 5 und 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Gut. So gerüstet marschieren wir dahin. Das hört sich ein bisschen militärisch an. Wir sind gerüstet für den neuen Angriff der unsrigen auf. Ach, das ist doch so eine schöne Musik. Ich liebe diese Musik. Ich werde das mit dem Glas schon wieder nicht hinschaffen, weil ich wieder völlig verplant bin. Es tut mir leid. Gut, was braucht 3? Lass mich gucken. Ja, 3 Gerber. 5 Gerber rein, um der Metropole zu versorgen. Gut. Die können auch alle auf diesem Stück Island bleiben. Ja, genau. Hier muss ich auch noch was hinschicken. Ich brauche hier nämlich einen Anlandekran. Kran. Ich bin auch ein bisschen doof. Ein Annäherungskran. Gedöns, Gedingster, Gebumster, Gedingsterbumster. Ach, ihr wisst, was ich meine. Gut. Wie viele Bäckereien braucht es denn um ein Handelszentrum, eine Metropole, meine Metropole mittleren Größens zu versorgen? Lass mich looken. Ach, nur 9. 19 Mosthöfe, 10 Klosterbrauereien. Kannst du hierbei vertrauen? Halte mich nicht zum Narren. Nein, tue ich nicht. Ich sage dir gleich, dass das ein mir und... Ach, egal. Viel gestottert, nichts verstanden. So liebt man Let's Plays. Gut. Sohle nochmal kurz auffüllen.
brauche ich noch eine Saline. Gut, 100%, die arbeitet bei 100% und die Saline kriegt bald ihre Versorgung. Das finde ich supi. Aber du musst nochmal zurück, denn hier muss ein Anlegekran hin. Weil bald zwei Schiffe an diesem einen Standort andocken werden. Und hier werde ich ein weiteres Steinvorkommen erschließen. Da habe ich keine andere Wahl. Schickt uns nicht weg. Wir machen euch bestimmt keinen Ärger. Fällt mir jetzt direkt ein Stein. Aber Kosten. Kosten macht ihr. Ihr wird später. Und Lager ist voll. Fällt mir jetzt direkt ein Stein vom Herzen. Ja, mir auch. Ich finde immer, dass es schlauer ist. Wie heißt es? Die Typen ihr ihriges werden zu lassen, weil die kommen als gesetzlose Untreue wieder und da ist es doch besser, man hat vielleicht ein bisschen mehr Ausgaben, aber dafür wird einen die Siedlung nicht attackiert. Gut. Ich habe das Glas mit dem Glas heute schon wieder nicht geschafft. Oh Mann, ey. Aber in der nächsten Folge. Übrigens, das wird die erste Folge von 3 Folgen sein, die ich am Stück aufnehme. Nur damit ihr Bescheid weiß, falls ihr mir irgendwelche Tipps gebt, die werde ich erst später beantworten können. Nach ein weiteres Steinvorkommen wollte ich mir ja auch noch erschließen. Gut, dann kann ich mich hier auch noch. Ich weiß, was hier hinkommt. Ich gehe schon wieder viel zu sorglos mit unserem Geld um. Mal schnell auffüllen. Das hat sie nie. Das war ein tiefer Griff. Gut, Lager füllt sich, Lager füllt sich. 5. Ihre Gebäudeauswahl wurde vergrößert. Tatsache. Hui. Papier. Super. Ich habe jetzt 950 Patrizier. Wie viele können noch aufsteigen? Ganze 2 können sich noch der Adelsluft erfreuen. Nein, nur 1050. Verdammt. So langsam steigt sich auch die Ich komme an die Grenze an das, was ich hier anbauen kann. Das finde ich nicht so toll. Es geht noch hier. Ja, weiter komme ich ohne eine gut, das Befehl seit Büchern wird euch schon noch erfüllt, also keine Panik. Gut. Dann will ich heute wenigstens noch das Bedürfnis nach Lederwämsern stillen. Das will ich noch hinkriegen. Das sollte ja auch mal zu schaffen sein. Wenn ich schon so nichts auf die Reihe kriege, dann wenigstens das. Das Verhältnis war 2 zu 1.
Gut. Acht und zwei mal sechs. Sechs und sechs. Und was ist hier? Warte. Blub. Sieben, drei und acht. Sieben, eins, zwei, drei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gute Sache, gute Sache. Na, immerhin besteigt mein Geld wieder. Na, aber bald wird Hassan mir wieder das Geld aus der Tasche ziehen. Wie sieht's aus? 36 Quarz. Meine Quarzproduktion quillt so langsam über. Genauso wie ihre Insel. Ich glaube, du müsstest doch schon mal irgendwie das Zentrum ihrer... Ah, hier hat sie bereits abgerissen und umgewirtschaftet. Es wäre ratsam zu zahlen. Dein Geld ist bei mir in besten Händen. Ja, bin ich mir sicher, Leifi. Hassani. Ich glaube nicht, dass er so gerne hört. Gut. Schweig besser. Sag, was du zu sagen hast. Kann ich mich mal löschen wieder? Nein, kann ich nicht. 4 von 8 Korsarenpakte habe ich mir bereits erkauft. Gut. Scheffelsberg. Alle guten Inseln sind bereits weg. Die Insel müsste erst urbar gemacht werden, aber das wäre bereits irgendwie gefunden vorhanden. Aber wenn ich hier aufsteige, gibt es auch gleichzeitig mehr Ressourcen. Worauf ich mich jetzt schon riesig freue, wie so ein richtig freue, ist Anno 2070. Ich hab das so im Gefühl, dass Anno ein Fest wird. Auch wenn man da am altbewährten Mittelalterprinzip geändert hat. Ach, also bei solchen Aussichten und Screenshots, die sie da gezeigt haben, und da ist es doch zu verschmerzen. Das Spiel. Ich glaube, ich habe die jetzt richtig scheiße gesetzt. Bin ich mir sogar fast sicher, dass ich die wieder voll idiotisch gesetzt habe. Nein, habe ich nicht. Vielleicht ein bisschen weit weg. Wie sieht's hier aus? Na. Nun gut, lässt sich nicht viel dran ändern. ...28 Minuten sind bereits wieder rum. Ja, ich weiß, es ist immer sehr langweilig, dass so wenig in der Stadt passiert, aber ich bin halt einer, der, wenn er nebenbei labert, etwas länger braucht. Gute Sache. So. So, Dido. Wisst ihr was? Ich überziehe noch mal ein bisschen. Und mache die weiteren Einrichtungen. Noch benötigt werden. Gut, die nächsten zwei von denen hier werden hier und hier platziert, damit da ist es dann ist. Mann, das war echt eine geile Aktion von mir. Das hat ja so ellenlange Wege, aber wenn die Versorgung erstmal läuft, sollte das eigentlich funktionieren. Hoffen wir es mal. Wie sieht's denn hier unten aus, im Orient? Alles alles gerade, alles senkrecht dort? Jo. Alles senkrecht. So, in der nächsten Folge werde ich auch erstmal weitere 10 Tonnen Mosaik kaufen. Wie kann ich helfen? Um wenigstens schon mal so ein bisschen zu tun, als würde ich da auch an Vorraten kommen. Weil das wird mir dann auch später weitere Rechte geben. Na, ich habe aber keine Rechte. Jut, jut. So.
Was brauche ich? Mal kurz gucken. Da muss das hin. Das muss passt. So, zur Sicherheit mache ich genug für zwei. Gut, das waren 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Und wie viel kostet so eine Hafenmeisterei? 3, 5, 14. Ja, nee. Sehen, ob irgendwelche Bauern aufsteigen wollen. Weil die Kirche erreicht einfach keine weiteren Leute mehr. Die Kirche erreicht mich einfach nicht mehr. Ihre Botschaften erreichen mich nicht mehr. Wow, sau komisch. Lagerfall. Bedürfnis und Selbst gefällt. Ja, eine Kirche befriedigt sowohl das Bedürfnis nach einer Kapelle als auch das Bedürfnis. Deine Flotte ist völlig unbedeutend, verglichen mit der des ehrenwerten Sultans. Ah. Naja, 500 Ansehen habe ich wieder. Wo war ich stehen geblieben? 3 Lederwämser sind bereits. Hey, die Produktion kommt ja gut voran. Darum sperre ich erstmal das Bedürfnis nach Lederwämsern. Tut mir leid. Aber ihr dürft noch nicht auf die inselweiten Lager zugreifen. Das sind schwere Zeiten, meine Freunde. Schwere Zeiten. In der nur eine starke Nation bestehen kann. Wie komme ich eigentlich immer auf den Mist, den ich da rede? Naja. Schwere Zeiten, in denen nur eine Nation bestehen kann. Das war doch in einem Computerspiel, aber mir fällt zum Verrecken nicht ein, welches. Es kann doch nicht sein. Computerspiel, Nation. Ach, in der nur eine Nation bestehen. Eine Zeit der Kriege, in der nur eine Nation bestehen kann. Verdammt. Ey, es ist nicht zu glauben, es fällt mir nicht ein. Und ich musste doch die maximal mögliche nehmen. So. Haben wir eine Hafenmeisterei? Es wird Zeit. Theoretisch kann ich das jetzt noch abreißen, aber es lohnt sich nur, wenn ich auch was auch wieder Ressourcen hinzubekomme. Show. Das passt. Gut. Die Anzahl der Seile steigt. Wir haben was Neues. Wir haben ein neues Parkett verlegt. Und mit einem Blick auf diese wunderschöne Stadt verabschiede ich mich. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ich finde irgendwann mal die richtigen Worte, um euch zu verabschieden. Tschüssi.